Servus Leute, Servus Daniel. Heute kommt wieder mal ein Video von mir. Und zwar wird das die Videoantwort für dein 80 plus Abonnenten-Giveaway. Du hast uns gefragt, was haben wir für ein Pocket-Amp, was haben wir jeden Tag dabei? Auf drei Bereiche aufgeteilt. Oder vier oder wie auch immer. Was haben wir im Wald dabei oder so? Was haben wir und jeden Tag dabei und was haben wir dabei, wenn es jetzt schöner sein soll oder so. Gut, bei mir schaut das so aus, ich habe das nicht wirklich getrennt, wie ihr das seht, wir haben einen Haufen Zeug, zwischen dem ich größtenteils durchswitch und das zeige ich euch jetzt. Aber vorher kommen wir zu dem, was ich wirklich jeden Tag dabei habe. Das ist einmal mein normaler Hausschlüssel. Nichts Besonderes drauf. Dann mein Autoschlüssel, mein Victorinox Manager drauf. Das ist genial, weil da habe ich auch den Kreuzschlitz und den Flaschenöffner drauf. Genauso wie die Schere, das Messer und die Feile eben. Und dazu noch einen Kugelschreiber. Gut, das ist der Autoschlüssel. Ja, und so eine kleine LED-Laser-Taschenlampe. Mit der bin ich nicht ganz zufrieden, weil sie sich immer einschaltet, wenn sie ein bisschen nur fester ist und es kommt Druck drauf. Aber die TrueNight, die ich habe, die ist mir ein bisschen zu groß für den Schlüsselbund. Jetzt passt das schon mit der. Gut, dann immer was zum Schreiben. Zimmerer Gruber. Dann mein Zippo ist auch immer dabei. Dann Zuckerl, in dem Fall jetzt die Mi Fisherman's Friends oder eigentlich immer ein Kaugummi. Wirklich immer. Und dann noch natürlich einmal Geldbörserl. Außer ich fahre mal wieder in die Stadt und vergisse es. Gut, das ist das Geldbörserl. Und zwar habe ich das jetzt schon echt lang. Und also sicher schon 3-4 Jahre und hält noch immer her und man sieht fast keine Gebrauchsspuren, obwohl es wirklich jeden Tag dabei ist. Noch nichts eingerissen oder so, da haben wir Geld und hinten noch ein extra Fach. Ist von Fossil und bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Überhaupt Leder und so bin ich, habe ich schon gern. Gut, passend zum Ledergeldbörsel, tun wir das einmal weg. Passend zum Ledergeldbörsel habe ich dann gleich noch eine Uhr. Die ist auch vom Fossil, ist jetzt so gesehen nichts Besonderes für die ganzen Uhrenfetischisten unter euch, aber erfüllt seinen Zweck, ist sehr schön und mit dem Lederarmband tragt sie sich, obwohl sie schwer ist, wie eine normale leichte Uhr. Nachteil ist, man kann sie fast nicht lesen. Also ihr seht es jetzt eh, wenn die Zeiger so stehen, dann ist es einfach wirklich schwer abzulesen schnell. Deswegen habe ich mir jetzt eine neue Uhr gekauft, als Arbeitsuhr und Uhr für jeden Tag und wie auch immer, eine Uhr einfach, ich wollte eine Uhr, die man gut lesen kann und die sonst eigentlich nichts kann. Die habe ich jetzt da von Switzer und ja, die lässt sich lesen wie eine Bahnhofsuhr, wie ihr das seht. Also mit dem dunkelgrünen Ziffernblatt und den weißen Zeigern lässt sich das einfach super ablesen. Gut. Das sind meine Uhren, sprich, ich habe die schon mal dabei, wenn es feiner ist oder, keine Ahnung, wenn ich jetzt Lust habe auf die Lederuhr oder irgend sowas halt, aber prinzipiell halt, wenn es feiner ist. Und die habe ich dabei beim Wandern, im Wald, bei der Arbeit, für die ganzen Zwecke. Die Uhr hat auch Saphirglas, sprich, die zerkratzt nicht so schnell und ist von dem her wirklich sehr, sehr super, schaut jetzt auch aus. Wie neu im Prinzip, obwohl ich es jetzt echt schon ein paar Monate getragen habe. Ja. Hat da innen auch ein Leder, statt dem Stoffbandel halt, hat es innen auch Leder und dadurch tragt es sich auch viel angenehmer. Das sind die zwei Uhren. Dann zu dem ganzen braunen Zeug wie Lederuhr und Lederarmband haben wir dann noch das Bench mit Norfolk, davon habe ich ja letztes erst ein Video gemacht,
wo ihr das seht. Und dann auch diese schönen braunen Griffschalen eben aus Holz oder halt so Diamond Wood nennen sie es. Also dieser Verbundstoff einfach sind Holzfasern gedrängt in Kunstharz, also in Kunstharz gedrängt. Und ja, das ist das. Das habe ich auch dabei, meistens jetzt, wenn es schöner ist oder halt so für jeden Tag. Und für das habe ich das dabei. Und dann als zweites auch wirklich schönes Messer habe ich das Böker Classic Balo. Da habe ich leider noch kein Video gemacht, kommt aber noch. Ihr seht es, das ist winzig. Also ich habe da jetzt zum Beispiel, was ich auch noch dabei habe, wenn es schöner ist, ein normales Victorinox. Das ist die 2015er Alox Edition in dem wunderschönen Dunkelblau. Das habe ich auch gern dabei, wenn es feiner sein soll oder zu einer blauen Schiene oder so, passt das einfach perfekt. Und ihr seht es, das ist im Griff ja viel kleiner, aber die Klinge ist sehr vergleichbar eigentlich. Wobei durch den Anschliff halt die Spitze weniger brauchbar ist jetzt zum Streichen oder so als beim Victorinox. Ja, aber mit dem Damast ist das schon sehr, sehr schön. Der Fokus schafft es wieder überhaupt nicht. So, jetzt seht ihr es. Das hat das Griffholz, das Mooreiche, den Neusilberbacken und ein Damast von Jet Nichols. Der hat ungefähr um die 60 HRC, glaube ich. Und ich habe da die Nummer 65 oder 56 von 500. Was mir jetzt persönlich nicht so wichtig ist. Gut, das ist das, was ich dabei habe, wenn es jetzt einmal schöner sein soll. Dann hätte ich gesagt, tun wir das weg und gehen wir über zu den Sachen, die ich dabei habe, wenn ich wirklich grobe Arbeiten habe. Also zum Beispiel beim Arbeiten oder irgend sowas. Da habe ich auf jeden Fall die Uhr dabei. Und dann bin ich eher in die Richtung von den Messern da. Da haben wir einmal das Benchmade Contigo, das oberstabile Messer. Das ist wirklich ein Klappschwert, ist das. Wenn wir da das Victorinox daneben halten. Ich schaue, dass ich es überhaupt ins Bild kriege. Gut, also das habe ich einmal dabei für stabil. Dann habe ich jetzt neu das Spyderco Endura mit den Serrations. Die Serrations sind für mich für die Arbeit sehr praktisch, weil ich viel so Paketbänder schneiden muss. Dann mein Real Steel H6S1. Das habe ich auch einfach wirklich zum, wenn es jetzt gröber sein muss oder so, weil das war nicht teuer und so, das kann man gut so verwenden. Gut. Und dann noch mein, wie heißt's? Mein Victorinox Trailmaster, genau, das ist das mit dem Kreuzschlitz hinten. Und, hallo, na wurscht, ihr kennt es eh alle. Das ist auch ein sehr stabiles Messer und jetzt, wenn es heißt, arbeiten und trotzdem sozial verträglich, dann habe ich meistens noch das Victorinox dabei. Oder, da sind wir, und dann sind wir gleich im nächsten Bereich. Oder. Mein Benchmade, mein Victorinox Picknicker, das habe ich jetzt auch schon lang und fast jeden Tag dabei. Da haben wir das Schlagwort jeden Tag dabei, damit sind wir gleich wieder in der nächsten Kategorie. Wirklich jetzt für den kompletten gewöhnlichen Alltag habe ich meistens dabei das Victorinox Picknicker, zum Beispiel ein Delica, ein Benchmade 940. Oder jetzt neu mein Zero Tolerance 0801. So. Daniel, was sagst du dazu? Ich hab das Lachen nicht mehr treffen können. Daniel, was sagst du zu meinem Video? Was passt da nicht? Ja. Was hast du gerade gesagt? Dein Victorinox, oder na, wie war das?
Mein Benchmade. Das ist mein neues Benchmade. Ja. Mit Axis Lock. Ja, genau, mit Axis Lock. Na, also. Ich glaube, sowas hat es auch noch nicht gegeben, dass irgendwer eine Videoantwort dreht und derjenige, was die Aufgabe gestellt hat, selber dabei sitzt. Also. Ja, also servus, der Daniel ist mit dabei von der Partie. Und wenn man sagt, ja, wenn wir uns schon treffen, dann mache ich gleich die Videoantwort für Daniel und dann ist er gleich dabei und dann passt das. Gut, also ihr seht schon, hauptsächlich tue ich Messer durchwechseln, ansonsten habe ich alles eigentlich jeden Tag dabei. Und wenig Rotation, außer bei den Messern. Die wechseln so gut wie jeden Tag, kann man sagen. Ist es jetzt eigentlich ein Live-Talk oder eine Videoantwort, Daniel? Ich glaube, es ist ein Live-Talk. Naja, ich weiß nicht. Mach mal deine Videoantwort fertig. Gut, dann kommen wir zu den Taschenlampen. Taschenlampen ist auch immer eine dabei, habe ich gerade gesehen, habe ich sowieso wieder eine vergessen. Unvorbereitet wie immer, aber das wisst ihr schon. Ja, natürlich habe ich einen Leatherman habe ich auch immer dabei, das ist der Rebar. Der ist aber meistens im Rucksack. Dann habe ich da meine Taschenlampen. Da habe ich einmal die LED-Lenser, das war meine erste. Dann eine günstige TrueNight. Nein, doch, TrueNight. Die T10 kann ich sehr empfehlen. Kostet 20 Euro und gibt eine gute Menge Licht mit AA-Batterien. Sprich, die kriegst du einfach überall. Die muss ich mir auch noch kaufen. Die ist so cool. Ja, dann als kleine, die ist meistens im Expedition drinnen, habe ich die OLED, wie heißt's, i3S EOS. Und dann wirklich immer dabei, also Pocket Dump, habe ich die SR2 Patron. Wobei Pocket Dump meistens habe ich es im Rucksack, aber ja, das ist noch eher am ehesten die ich jetzt immer einstecke. Das ist eine wirklich geniale Lampe. Die liebe ich über alles. Also über die kann man streiten, über die zwei kann man streiten, über die auch nicht. Und die ist einfach nur genial. Und jetzt neu, weil die ja sehr breit strahlt, habe ich jetzt noch eine sehr spotlastige. Das ist die OLED M23, die hat 1060 Lumen, glaube ich, also ähnlich wie die OLED, also wie die Patron, nur eben sehr spotlastig. Er ist aus der Tactical Self-Defense Reihe, interessiert mich jetzt persönlich nicht wirklich, aber sie hat einfach alles, was ich mir erhofft habe von der Lampe und somit passt's. Die Pouch ist genial. Ich dann noch so extra Fächer eben habe, wo ich dann Akku reingeben kann, da zum Beispiel ein Victorinox. Und wenn ich jetzt zum Beispiel wandern bin oder in einer Höhle oder irgend sowas, dann kommt die im Rucksack auf jeden Fall mit dazu, wenn man damit gut auf die Weite ausleuchten kann. Das sind die Lampen. Ist auch schon wieder. Und wenn ich im Wald bin, ist meistens oder oft einmal meine Grenzfass dabei. Das ist die kleine. Ist das Wildmax-Pfeil oder die, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie heißt, also einfach die kleine Lampe, die kleine Axt. Ich glaube 40 cm oder so hat der Griff. Und mit der Lederscheide ist die sehr angenehm, lässt sich gut im Gürtel einhängen, dann da mit der Schlaufe. Dann noch mein Steelwheel Gecko, mein geliebtes. Auch eigentlich immer im Wald dabei, sonst so untertags nicht, aber im Wald mein Pocket Dump im Prinzip. Die Scheide, heißt immer, die ist sehr locker. Ist sie auch, aber sobald dann der Gürtel da durchgefädelt ist, sitzt es bombenfest und da gibt es kein Rausrutschen mehr vom Messer. Außerdem kann man das dieses Patch und das kann ich da auf der Seite tragen oder auf der Seite und somit ist sie dann auch für mich als Linkshänder eben geeignet. Das Problem oft bei Lederscheiden, die sind meistens auf Rechtshänder oder so ausgelegt. Und das ist bei der eben nicht der Fall, das kannst du umschrauben. Also Steelwheel, gut mitgedacht, vielen Dank. Außerdem noch mein Victorinox Outrider, weil es die Schere oben hat. Und ihr kennt es sicher, wenn ihr Pflaster schneiden müsst und keine gute Pflaster schneiden müsst und keine gute Unterlage habt, dann ist es einfach mit einer Schere ganz was anderes als mit einem Messer. Kann man sagen, was man will. Und da habe ich eben die Schere, das Messer
und die Säge oben. Das Ganze noch relativ dünn. Gut, Daniel, ja. Was sagst du dazu? Hast du noch Fragen? Nein, zu deiner Videoantwort? Ja. Du schläfst, glaube ich, am meisten Gerümpel mit dir herum. Also das quasi. Naja. Das ist immer dabei, genauso wie irgendeine Uhr. Genau, jetzt richten wir her, was ich jeden Tag, also was ich einfach immer dabei habe, das ganze Zeug. So, das auf jeden Fall. Ein Victorinox ist mit der Mann. Die Geldbörse ist auch mit der Mann. Und eine Taschenlampe, glaube ich, oder? Eine Taschenlampe ist auch mit der Mann. Fast am Mann. Ich habe die eigentlich im Rucksack meistens, aber mein Rucksack ist immer am Mann. Und im Rucksack ist noch mehr EDC. Also, ja. Dann ist noch immer dabei ein stabiles Messer. Und ja, das passt eigentlich. Ja, das wenn jetzt kein so großes stabiles Messer ist, dann ist zum Beispiel das Knife 40 oder so, aber das ist genauso stabil, da kann man nichts sagen. So habe ich das jeden Tag dabei und so ist es in den Hosentaschen. Vielleicht noch so. Gut, das ist so der Haufen, den habe ich jeden Tag in den Hosentaschen, ja, und dann ist im Rucksack auf jeden Fall noch mein Expedition drin, da überlege ich gerade, was ich mir jetzt noch für einen kaufe. Habe ich hier gerade drei da. Dann habe ich meinen Expedition, der mittlerweile schon ganz anders ausschaut als bei mir in meinem Video. Dann den Expedition Fetti vom Daniel. Der ist aber gerade leer fast. Der ist gerade fast leer, ja. Und den Vanquest Husky Maximizer, genau. Da weiß ich, dass das wieder heißt. Ja, und jetzt überlege ich gerade, was wird bei mir der nächste Organizer, weil in meinem wird's eng. Also nicht wird's eng, sondern ist es verdammt eng. Und deswegen muss da irgendwas Neues her. Jetzt kriege ich ihn wahrscheinlich eh nicht mehr zu. Die Videoantwort ist eigentlich fertig. Die Videoantwort ist getan, hätte ich auch gesagt. Ja. Ja, du hast da los. Und für welchen Preis entscheidest du dich? Also entweder das mit Huntsman oder Lenski. Für welchen Preis entscheide ich mich? Muss ich das jetzt sagen? Na, kannst du später auch irgendwann. Okay, dann sage ich Huntsman. Ich habe ja einen Haufen Messer, meine Messertasche geht über. Das Lenski. Ja, ich gebe dir dann noch Bescheid, ich muss mir das selber erst überlegen. Da wichtig ist, dass ihr immer ein Klo dabei habt. Immer ein Heißel dabei haben, das ist ganz wichtig. Passt. Gut, das war meine Videoantwort für dich, Daniel. Und super, danke. Wir trinken jetzt erst einmal noch ein Bier. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann es online geht. Und wir sehen uns. Ciao, Leute. Tschüss.